Immer paranoider. Warum verfolgst du mich denn nicht? Weißt du, ich spreche kein vertrauten tierisch. Also, der Plan lautet so. Ich schleiche mich verkleidet rein, ich finde das Titanblut vor Kiki und bringe es zu Bellos. Boom! Bin ich für ihn wieder nützlich! Madame, ist alles in Ordnung? Ich dachte, ich hätte eine nervige Stimme gehört. Ja, übernehmen wir anders reinkommen. Die Eulenlady und ihr Hund? Und ist das nicht die jüngste Blade? Hier wimmelt es nur so von Idioten. Was soll das? Titanenblut ist die mächtigste Quelle von Magie auf den Inseln. Es überrascht mich nicht, dass Bellos es auch will. Auf keinen Fall dürfen wir das vermasseln. Luz verlässt sich auf mich. Ich meine auf uns. Okay, neuer Plan. Die führen uns direkt zum... Ein Zirkelspeer! Ja, ich bin nur ein bescheidener Speer und ich ergebe mich. Ha, das war ja einfach. Nicht so schnell, King. Erkennst du denn diese nervige Stimme nicht wieder? Warum sagen das alle immer? Lass ihn nicht entkommen! Das ist niemand anderes als Bellos rechte Hand persönlich. Der goldene Wächter? Er ist um einiges schmächtiger, als ich geglaubt habe. Hab ich's geschafft? War ich im Harpyen-Modus? Nein, du hast nur geschrien und bist mit dem Kopf durch die Eiswand gerannt. War eigentlich ziemlich lustig. Den Stab brauchst du nicht. Ich lauf schon nicht weg. Vergiss es, ich trau dir nämlich absolut nicht. Diese Sachen sind alt. Die alten Hexen haben hier Titanenblut abgebaut. Die beachten dich nicht. Na los, drück ab! Vielleicht kriege ich einen Adrenalinschub und dann bumm, hab Höhe, Ida! Klingt absolut plausibel. Warte, nicht! Das ist keine normale Höhle. Diese Wände sind die Venen eines Titans. Jede Magie, die darauf abgefeuert wird, prallt auf einen zurück. Du willst uns wohl den Spaß verderben. Hey King, wie wär's, wenn du deine neuen Kräfte nutzt, um den See per Echolot zu finden? Ja, okay. Wegen denen werden wir sicher geschnappt. Wir? Es gibt kein Wir. Jetzt geh weiter. Ja.